Hallo an euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich muss sagen, ich bin verzweifelt, wie ihr auch im Thumbnail oder Titel gelesen habt, denn ich hatte Feierabend, kam gerade von der Physiotherapie, weil ich Massage für, was für ein schreckliches Leben, ich brauche Massage, ja, wo eigentlich schon, ich habe so eine Muskelverhärtung hier im linken Schulter, bestimmt, weiß ich nicht warum. Vielleicht bin ich allergisch auf Arbeit und habe deswegen eine Muskelverhärtung. Jedenfalls brauche ich eine Massage, weil die Muskeln so verhärtet sind und das Ganze vielleicht zu Kopfschmerzen führt. Wie auch immer, ich möchte jetzt hier gar nicht jammern. Ich bin schließlich alt. Die Probleme kommen. Ja. Und bin jedenfalls gerade von der Physiotherapie gekommen und bin so auf dem Weg nach Hause. Da dachte ich mir so, scheiße, Mann, dein Vorrat an Videos geht zur Neige. Panik stieg auf. Was machst du? Du hast nichts zu Hause. Es ist eigentlich fast immer irgendwas da, im Teekamm, Kühlschrank oder so im Schrank, worüber ich ein Video machen kann. 5 Dinge, die rumfliegen, vor 3 Tagen erst gemacht, habe ich nicht mehr. Wozu machst du ein Video? Du hast nichts. Dass ich mir komm, du gehst jetzt einfach in den Rewe und guckst, ob du irgendwas Cooles findest. Den neuen Alpro Winteredition? Nee. Den neuen Kommod und Wiese TK-Kuchen so warm machen? Nee. Oh, nee. Und dann bin ich Richtung Kasse gegangen und habe sie gesehen. Die Bud Spencer Malz. Balls oder Malt Balls. Malzkugeln. Denkt mal an Malteser. Ich habe sie gesehen und dachte mir schon so, oh nein, bist du schon so verzweifelt, 2,19 Euro jetzt dafür auszugeben? Aber mein Gott, es ist Bud Spencer. Ganz ehrlich, das verkauft es. Und ich bin verzweifelt, denn ich würde es normalerweise niemals kaufen. Für 1 Euro ja, aber für 2,19 Euro finde ich das viel zu viel. Allerdings ist Bud Spencer, auch sein Logo hier, sehr sympathisch. Seine Filme habe ich als Kind, fand ich das manchmal ganz witzig. Als Erwachsener habe ich es jetzt nicht so oft geguckt. Ich glaube, dann ist er ein bisschen zu klamaukig. Wobei, ich habe nichts gegen Klamauk. Leute, guckt euch den Film Immer Ärger mit Bernie an. Das ist mein Lieblingsfilm meiner Kindheit. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Bei diesem Film großartig. Der zweite Teil war dann nicht so geil, der erste aber super geil. Larry, wie hieß den anderen nochmal? Also Bernie ist Bernie. Ich kann nicht verraten, worum es geht. Ihr müsst einfach wissen, es gibt Bernie, dann gibt es Larry. Wie hieß denn nochmal der Freund von Larry? Stuart? Stuart, oder? Hieß er Stuart? Ich glaube schon. Großartig. Jeweils, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie gekauft für den Preis von 2,19 Euro, um euch Content zu liefern, weil ich verzweifelt bin. Ja, ich hoffe, ihr wertschätzt das jetzt und wir gucken uns jetzt an dieses Getreideextrudat mit Milchschokolade. Findet ihr nicht auch, dass Getreideextrudat irgendwie eher nach einer Probe von Körpersäften klingt, die man irgendwie beim Arzt abgeben muss oder sowas? Also von dem Getreide jetzt abgesehen. Also ein Extrudat ist jedenfalls etwas, was so aufpopst, ja. Hier sind die Malt Balls. Die hatten auch noch so Peanuts, ja, und Jumbo Peanuts und so schokolierte Haselnüsse, auch für 2,19 Euro. Wie da das Gewicht ist, weiß ich nicht. Hier ist es 120 Gramm. Wie gesagt, Getreideextrudat mit 77% Milchschokolade. Das bezieht sich auf Masseprozent, auf Masseprozent, nicht auf Volumen. Wir werden ja gleich mal reinschauen. Die Zutaten sind jeweils hauptsächlich Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Reismehl und Maismehl, vermute ich dann für das da drinnen. Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, das ist das, was diesen typischen Geschmack ausmacht, auch von Malteser, dieses malzige Emulgatoren, Aromazeug, Glucose, Maltodextrin. Überzugmittel ist auch drin. Und hier habt ihr die Nährwerte. Gucken wir uns jetzt mal die Balls an. Balls angucken. Ja, das sieht hier so ein bisschen, das Licht ist jetzt nicht so gut, weil es ist spät abends, draußen ist dunkel. Das ist so ein bisschen, es ist jetzt nicht so richtig vollmilch, so helle Schokolade, sondern schon wirklich eher so ein bisschen dunkler. Stand hier drauf, wie viel Kakaoanteil, habe ich jetzt irgendwie vielleicht auch überlesen. Nee, Milchschokolade, also es ist ja jedenfalls ein bisschen dunkler, das könnt ihr mir glauben. Jetzt habe ich kein Messer, ich beiße jetzt einfach mal rein. Super knusprig. So, ich habe jetzt die Hälfte, die ich abgebissen habe, einfach mal mehr oder weniger, ohne großartig hinzuschmecken, runtergeschluckt, damit ich jetzt hier den richtigen Taste-Test machen kann vor der Kamera. Ihr sollt ja meine Emotionen sehen, wenn ich hier voll auf begeistert bin. Also wirklich super knusprig. Und die Schokolade, die ist wirklich ein bisschen herber. Wenn man jetzt so die Note von so einer
richtigen Milchschokolade, wie einfach so eine Standardschokolade aus dem Aldi oder eine Milka erwartet, dann ist das hier ein bisschen intensiver kakaoig, jetzt aber auch nicht bitter. Allerdings es gibt tatsächlich die Bud Spencer Plattfuß Vertriebs GmbH. Allerdings, was mir hier fehlt und was leider maßgeblich wichtig ist, die Malznote. Ich finde, die Malznote ist zu dezent. Dick Schokolade, ja, man bekommt wirklich viel Schokolade. Und die ist auch recht lecker. Die sind super knusprig, aber das Wichtigste, weswegen ich sowas kaufe, Malz ist für mich, meiner Meinung nach, hier bei dieser Sorte einfach zu wenig. Das heißt, bei dieser Sorte, bei diesem Produkt. Also wenn ich jetzt an Malteser denke, die schmecken deutlich malziger als die hier. Und weswegen ich jetzt leider ein bisschen enttäuscht bin. Und ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht schlecht machen, weil Bud Spencer drauf ist. Aber nein, für 2,19 Euro ist mein Fazit. Nichtsdestotrotz, vielleicht kriegt ihr sie mal ein bisschen billiger. So auf dem Grabbeltisch oder im Angebot, da könnt ihr sie gerne mal mitnehmen. Dann wie gesagt, leckere Schokolade, super knusprig. Aber ihr dürft nicht zu sehr den Malzgeschmack haben wollen, weil dann wird das Ganze schwierig. Nichtsdestotrotz, nette Sache, Malteser kaufen. Und das vielleicht nur im Angebot. So viel dazu, so jetzt bin ich zufrieden. Kann mich jetzt in Ruhe zu Fortnite begeben. Übrigens, ganz kurz. Ich streame jetzt auf Fortnite. Twitch, Fortnite, gerne mal vorbeigucken, Mr. Joe Chip. Würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Ich wollte eigentlich mich noch beschweren, weil mir es gerade wieder vor Augen geführt wurde. Denn jedes Mal, wenn ich zum Milram-Quark-Regal gehe, wo ist mein Curry-Quark? Das ist schon nichts Neues. Sie haben vor Monaten den Curry-Quark aus dem Sortiment genommen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur fluchen auf DMK. Warum zum Fick habt ihr den Curry-Quark aus dem Sortiment genommen? Der Paprika-Quark ist geil, der Bärlauch-Quark ist geil, der Zwiebel-Quark ist geil, die Dinge sind der Shit. Aber der Curry-Quark, das war das Nonplusultra. Wenn man eine Top-10-Liste von Produkten nimmt, die es im Supermarkt gibt, dann ist der Curry-Quark dabei gewesen. Von allen Sachen, die es gibt, der Milram-Curry-Quark war der König der Quarks. Es war absolut fantastisch episch. Und sie haben es aus dem Sortiment genommen und ich bin richtig sauer deswegen. Und gerade eben, wie gesagt, ist es mir wieder vor Augen geführt worden, weil ich dann den nur sehr guten Paprika-Quark genommen habe. Aber ich vermisse meinen Curry-Quark. Und DMK, wer Leute bei DMK kennt, lasst mal eure Connection spielen. Ich will diesen scheiß Curry-Quark zurückhaben. Ich will ihn zurückhaben und eines Tages beschwere ich mich bei denen. Ich teste auch die Eis von denen. Vielleicht ist, oh ja, das mache ich. Die schicken mir ja jedes Jahr immer ihre neuesten Eissorten zu für DMK. DMK-Eis. Das sind auch die deutscher Milchkontor, die Milram machen und auch das Milram-Franzbrötchen-Eis. Holy shit, kauft es euch, ist es fantastisch. Gibt es bei Kaufland, wenn ihr noch Glück habt. Vielleicht ist es schon, war es nur so eine kurze Aktion, weil irgendwie die Milram-Eis, die findet man fast nie irgendwo, die DMK-Eis. Die sind irgendwie sehr selten. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wenn sie mir nächstes Jahr Eis schicken, sage ich, ich teste euer Eis nur und ich mache ja so Werbung für die dadurch auch, wenn ihr mir diesen Quark wiedergebt. Wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das nicht. Dann erpresse ich die einfach. Und eines Tages bin ich so ein mächtiger Foodblogger, dass sie das machen müssen. Weil dann gucken das Video nicht nur 2.500 Leute, so wie jetzt. Vielen Dank, super, dass ihr einschaltet. Sondern noch mehr. Dann bin ich so der Montana Black unter den Foodbloggern. Und wenn ich dann sage, das ist scheiße, dann wissen 1 Million Leute, dass es scheiße ist, dass die diesen Quark aus dem Sortiment genommen haben. Also DMK, stellt euch lieber gut mit mir, solange ihr noch die Chancen habt, bevor ich mich richtig auskacke. Nee, also ich muss es einfach mal sagen, wer von euch vermisst noch den Curry-Quark? Und warum habt ihr ihn nicht gekauft? Denn wenn ihr ihn alle gekauft hättet, dann wäre er nicht aus dem Sortiment genommen worden. So, jetzt gehe ich Fortnite spielen. Adieu und ciao.